Die Freude ist schon wieder da auf dem Fußball. Und wir haben ja auch nicht nur Urlaub gehabt, wir haben ein bisschen auch was gemacht. Von daher freuen wir uns drauf, dass es wieder losgeht. Du stehst immer hier um Januar und sagst, du willst Titel gewinnen. Und im Endeffekt passiert sie dann erst im Mai. Und dass wir hohe Ansprüche haben, nicht nur an uns, das ist klar. Aber es gibt andere Mannschaften, die auch die Ziele haben. Und das muss man auch respektieren. Aber wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, so wie es eigentlich immer ist, dann dürften auch wir am Ende Titel in der Hand haben. Es sind Top-Bedingungen mit Sicherheit, wie das letzte Jahr auch. Schönes Hotel, gute Platzverhältnisse und deswegen die gute Vorbereitung und eine perfekte Vorbereitung für die Rückrunde. Für uns spielt die Bundesliga jetzt eine Rolle, weil das das Erste ist, wo es weitergeht, und deswegen konzentrieren wir uns voll auf die Bundesliga. Aber dass man gute Lose bekommen hat oder interessante Lose bekommen hat, das heißt Dortmund im Viertelfinale vom DFB-Pokal, genauso Arsenal, sind interessante Gegner und wo man sich drauf freuen kann. Aber es ist ein attraktiver Gegner und wir wissen, also wir kennen die Mannschaft und die Spieler ganz genau und freuen uns da, glaube ich, auch gegen den Poldi und Per Mertesacker zu spielen und freuen uns auf diese zwei Spiele. Hoffen wir, dass es so weitergeht, wie es im 2012 aufgehört hat. Und wichtig ist, dass wir in diesem Jahr Titel holen. Natürlich ist so ein 6-Stunden Flug ist immer ein bisschen unangenehm, weil da so ein Tag so fast wegfällt. Aber wir haben tolle Bedingungen da, das wissen wir. Wissen, wo wir hinkommen, das ist auch mal ganz gut, dass man sich nicht groß eingewöhnen muss. Und von daher, denke ich, machen wir ein vernünftiges Trainingslager und dann geht's weiter. Ich lese immer und in die Sonne und prima und toll. Wir gehen dahin, um knallhart zu arbeiten, um anzugreifen in der Rückrunde, um nichts zu verteidigen. Und deshalb bin ich auch nicht so redselig. Ich finde, wir müssen jetzt nicht reden zum jetzigen Zeitpunkt, wir müssen arbeiten.